Hier will ich einen Schiri hören. Willkommen bei Pandemics. Wir haben heute unsere erste Episode. Und zu meiner Rechten habe ich heute den Arian dabei. Und zu meiner Linken den Noah. Und ich bin der Esan und habe einen Profi heute noch dabei. Ich bin der Marco und danke für die Einladung. Ich freue mich. Keine Zeit verlieren, deswegen fangen wir mit der ersten Challenge an. Hier ist es wichtig, dass die beiden Spieler sich den Ball mit dem Kopf hin und her spielen und dann am Ende in die Tonne den Ball einköpfen. Wir machen 3 Versuche, best of 3 gewinnt das Spiel. Let's go. Scheiße, Mann. Auf die Plätze, fertig, los. Nein! So, willkommen zur zweiten Challenge. Die erste lief natürlich nicht so gut, aber lieber mit dem Fuß als mit dem Kopf, sage ich schon mal. Deswegen wird es auch in der zweiten Challenge auf den Fuß ankommen. Der Mitspieler spielt von drüben 3 Bälle hier rüber in das Feld und der andere Mitspieler muss den Ball mit dem ersten Kontakt in das Tor reinmachen. Und genauso wird es auf der anderen Seite dann gemacht. Er hat dann 3 Bälle und spielt seinem Mitspieler den Ball rüber und er muss ihn mit dem ersten Kontakt reinmachen. Push P. Das Team der Profis. Nein! Gibt es nicht. Risiko, drauf. Oh! Starke Leistung. So, wie viel habt ihr gemacht? Eins. Schwerer als aussieht, Leute. Wir haben noch zwei. Wir haben noch 2 Challenges. Wie viel steht's jetzt? Nee, 2-0. Ihr hebt schon ab, das sind 2 Challenges aus 4. So, natürlich wollen wir dem Profi auch ein bisschen entgegenkommen und deswegen haben wir ihn bei den ersten 2 Challenges gewinnen lassen. Jetzt sind wir bei der 3. Challenge, da geht es um die Crossbar-Challenge. Jeder Spieler hat 3 Versuche, wir machen immer abwechselnd. Unser Team fängt an und dann sind die Jungs dran und dann sind wir wieder dran. Push P. Als nächstes kommt der Profi ans Werk. Mal gucken, was er so zu bieten hat. Come on, Mann! Ja. Weiter geht's. Okay, ich habe eine Sache heute richtig gemacht. Das war's für heute. Und zur nächsten Challenge. Hier geht es darum, dass wir gegeneinander spielen auf dieser schönen Dartscheibe von Pandemics. Und dann geht es darum, wer von 301 als erstes auf 0 landet. Wie beim richtigen Dartspiel. Let's go. Push P. Hier will ich einen Schiri hören. Ja. Komm mal, guck von hier hinten. Guck mal, wo der klebt. Kurzer Zwischenstand für die erste Runde. 201 Punkte, 251 Punkte. Weiter geht's, Leute. Alles noch drin. Wir sind da.
So, die Profis haben ein bisschen aufgeholt, 218 zu 197. Weiter geht's. Eigentlich ein Glücksspiel. Profis 171, wir 186. Also, wir haben uns geholt. Aber was macht nichts, wir bleiben ruhig, wir spielen weiter. Wie fliegen die denn so, ey? Ey, wiederholt das mal, der Arme. Diesen einen Schuss wenigstens. Dass es auch weiße Bälle gibt in dem Spiel. Nein, die Profis, sogenannten Profis, ich zähle mich nicht als Profi, haben 122 Punkte und das andere Team 159. Okay, diese kann ich neu machen. Diese schneiden wir, das ist nie passiert. Ja! Die Profis führen mittlerweile, haben jetzt nur noch 69 Punkte, wir haben 130. Aber die müssen auch genau die 69 treffen, deswegen ist es noch nicht vorbei, Leute. So einfach geht's. 62 zu 84. Weiter geht's. Jetzt geht's ans Abgemachte, die letzten Punkte. Die Pros haben noch 20, wir haben 56. Aber wir brauchen, also die brauchen genau 20, sonst ist das Ding noch nicht vorbei. So, uns bleiben noch 40, dem Profi bleibt noch 20, Noah ist auch dabei. Let's go. Was ein Hund, ey! Und was ein dummer Jubel! Noah Michel! Ehrlich? Nein, 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 nein. Wie schön der in der 20. Ist nur weiß. VAR, die haben gewonnen. Starkes Spiel, starkes Spiel. Hat Spaß gemacht. Wir konnten zwar nicht so mithalten, aber... Nee, für den ersten Versuch war es okay. Wir sind bei Pandemics und bei Pandemics gibt es immer was zurück an die Community. Deswegen fange ich mal an, unsere Gewinnspiele vorzustellen. Wir haben von der Marke Scars personifizierte Ringe oder Ketten geschenkt bekommen und die können wir euch zurückgeben. Also, wer Bock hat auf seinen eigenen Ring oder seine eigene Kette, nutzt. Als zweites hat uns die Parfüm Group zwei Parfums zugeschickt. Einmal von der Marke D-Squad und einmal von der Marke Hermes. Bei der Box ist das Besondere, dass drei Parfums direkt drin sind. Und als Hauptgewinn haben wir von Kräuter Fürth und unserem Special Guest vom ersten Video, Marco Meyerhöfer, ein unterschriebenes Trikot von seiner Bundesliga-Saison geschickt bekommen. Und da er nicht mehr in der Bundesliga spielt, ist es ein limitiertes Trikot. Und wie ihr mitmachen könnt, ist ganz einfach. Folgt uns und Parfüm Group, liked und speichert den Beitrag und markiert zwei Freunde. Ganz einfache Geschichte. 4 aus 4 Challenges leider verloren. Knapp, knapp. Sehr knapp. Marco sagt's. Ich fand euch super. Congrats. Danke. Nee, danke. Congratulations. War eine super Einheit, Jungs. Ja, und natürlich würden wir dich immer wieder gerne willkommen heißen bei uns hier. Deswegen haben wir dich natürlich auch gewinnen lassen. Aber deswegen hat es auch so viel Spaß gemacht. Genau so. Danke, danke. Danke euch, Jungs. Danke.